Einer, der in München geboren ist und in der Holle da aufgewachsen ist, einer aus dem Allgäu und eine Fränkin sitzen zusammen. Liebe BASF-N2-Zuschauer, was klingt wie der Anfang von einem Witz, ist heute das Setting unseres Interviews. Ich freue mich heute ganz herzlich, den Tubisten Andreas Martin Hofmeier und den Thomas Buffler von der BASF Kultur hier bei mir zu haben. Herr Hofmeier, Tuba ist ja jetzt nicht das handlichste Instrument, trotzdem haben Sie mit 12 Jahren beschlossen, das zu spielen. Warum? Also ich habe es eigentlich nicht beschlossen, sondern die Blaskapelle, in der ich tätig war in meinem Heimatdorf. Ich war eigentlich Schlagzeuger, ich wollte Schlagzeuger werden, großer Trommler. Das schien mir probat, das ist das Instrument, das am meisten Lärm macht, das am wenigsten Überaufwand hat. Man kann neben dem Spielen essen. Das waren alles Vorteile, die mir von Anfang an klar waren, aber leider auch vielen, vielen anderen. Wir waren eine Kapelle, die zu 60% aus Schlagzeugern bestand und ich war der Jüngste und kam also dann doch nie zum Zug. Und die Auftritte, die wir hatten, waren sehr lukrativ. Das waren Auftritte hauptsächlich bei Volksfesten, wo man zwar nicht bezahlt wurde natürlich als Amateure, aber man hat immer Autoscooter-Chips, Superhupfer-Chips und sowas, Freibons für Schaschlik und Pommes bekommen. Und das hat schon sehr gelockt und ich war auf der verzweifelten Suche nach einem Instrument, wo man mich dann quasi als ganz junger Pimp schon eingesetzt hat. Und dann wurde mir die Tuba offeriert, weil wir keine mehr hatten, und diese Chance habe ich beim Schopf ergriffen. Da war mir noch nicht klar, wie schwer das Instrument zu tragen ist. Die Skepsis gegenüber dem Instrument scheint sich ja bis heute gehalten zu haben. Auf Ihrer Website steht, ob wir Tubisten wirklich als Musiker zählen, ist ja auch immer noch ein ungeklärter Sachverhalt. Was meinen Sie denn damit? Ja, man muss wissen, die Tuba ist von allen Instrumenten das jüngste und damit natürlich auch hochentwickelste überhaupt. Das ist erst sehr spät erfunden worden und man hat anfangs sagen wir mal, die Leute, die musikalisch waren, haben anfangs eher andere Instrumente gewählt, weil für die Tuba gab es natürlich damals dann auch in den Anfängen kein Repertoire. Das heißt, wenn jemand wirklich musikalisch war und was spielen wollte, hat er auf keinen Fall Tuba gelernt. Die Leute, die am Anfang Tuba gelernt haben, die waren alle zwangsverpflichtet. Die wollte man woanders auch nicht hören. Und insofern haben auch die Komponisten sehr lange Zeit die Tuba auch immer dann erst eingesetzt in der Musik, wenn es nicht so wichtig war, dass es schön klingt, sondern eher für furchterregende Dinge, für schleimige Drachenwürmer auf der Bühne oder intonierte Köchinnenfürze und so weiter. Da hat man die Tuba hergenommen, da war es dann wurscht, wer gespielt hat. Und dass sich jetzt die Tuba musikalisch emanzipiert und auch viele Solokonzerte da sind, das ist wirklich eine sehr neue Entwicklung. Herr Buffler, Sie haben ja anscheinend überhaupt keine Bedenken, dass Tubisten auch Künstler sind, und haben den Herrn Hofmeier hierher geholt im Rahmen eines Künstlerporträts. Können Sie mir und den Zuschauern ganz kurz erklären, was denn ein Künstlerporträt ist? Naja, also wir versuchen ja innerhalb unseres Konzertprogramms mit 60, 70 Konzerten pro Saison Dinge abzubilden, die etwas außerhalb der Norm sind. Wir versuchen, Künstler einzuladen, die sich auch mal trauen, über den Tellerrand rauszuschauen, nicht ihr Standardprogramm spielen und dann wieder abreißen, sondern hier mit uns gemeinsam, also der Kulturabteilung, Dinge entwickeln, die sonst an anderen Stellen nicht möglich wären. Und wenn man sich da ein bisschen umhört, schaut, wer bei den Künstlern bereit ist, diesen Weg auch zu gehen, dann kommt man zwangsläufig relativ schnell auf Herrn Hofmeier. Haben Sie denn Herrn Hofmeier angesprochen oder lief das andersrum? In dem Fall habe tatsächlich den Herrn Hofmeier angerufen und dann auch schnell gemerkt, dass man ihn nur einmal kurz anstupsen muss, und dann sprühen die Ideen von selbst, und am Ende hatten wir eher die Qual der Wahl. Was wir rauslassen aus dem Künstlerporträt, mit dem wir versuchen, ihn in seiner ganzen Bandbreite abzubilden, er ist ja nicht nur als Musiker hier, sondern eben auch als Autor zu erleben, als Kabarettist, er wird in der Fledermaus noch in der Rolle des Frosches durch den Abend führen. Also man sieht ihn von vielen verschiedenen Facetten, und das haben wir gemeinsam entwickelt, und so ist dieses Porträt entstanden. Jetzt gab es ja schon einen Tag für die Blasmusik. Herr Hofmeier, wie war das denn und was haben Sie da alles mitgenommen und hat es Spaß gemacht? Also dieser Tag für die Blasmusik war, sagen wir mal, das Geschenk der BASF-Kultur an mich und an die Laienblasmusik. Das ist auch etwas, was für ein Künstlerporträt hier im Hause auch nicht üblich war und untypisch und auch sehr viel Aufwand, muss man sagen. Also da hat sich die BASF wirklich selbst übertroffen und auch wirklich reingehängt. Und wir haben einen Tag gemacht, der quasi ein Workshop war für
an die 70 Blasmusiker, die mit mir in 1,5 Tagen ein komplettes Konzertprogramm erarbeitet haben, was eigentlich in dieser Zeit nicht möglich ist, wo man also unter extremsten zeitlichen Bedingungen ein wirklich fantastisches Ergebnis, kann man jetzt im Nachhinein sagen, auf die Beine gestellt hat, eine Grenzerfahrung für Laienblasmusiker, die wir mit Bravour gemeistert haben. Das ist ungefähr so, wie wenn man Hobby-Jogger überredet, dass man jetzt gemeinsam mal einen Marathon läuft und bringt es erfolgreich hinter sich. So ungefähr war das. Für mich war es auch das erste Mal ein großes Orchester dirigieren. Also auch ich habe viel gelernt. Wir haben alle viel voneinander gelernt. Und für mich war das jetzt natürlich schon eins der ganz großen Highlights, das gleich zu Beginn des Künstlerporträts war, weil das auch für mich jetzt, sagen wir mal, die einzige Sache war, die ich wirklich noch nie vorher gemacht hatte. Alles, was jetzt kommt, sind natürlich Dinge, die ich auch schon mal irgendwo zumindest in ähnlicher Form mal präsentiert habe. Jetzt spielen Sie im Rahmen dieses Künstlerporträts auch mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz einmal zusammen. Herr Buffler, wie schwierig war das, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass da jemand mit der Tuba ankommt? Eigentlich überhaupt nicht. Die musikalischen Fähigkeiten von Herrn Hofmeier sind unbeschritten, auch wenn er als Typ natürlich sehr lustig erstmal rüberkommt oder der eine oder andere sich vielleicht abgeschreckt fühlen möchte, weil er barfuß auf die Bühne kommt. Aber dass er spielen kann, steht außer Frage. Und das hat er am Samstag bewiesen und das wird er auch mit der Staatsphilharmonie beweisen. Also da musste ich niemanden überzeugen. Freuen wir uns auch drauf. Weil Sie es ansprechen, das Barfußlaufen, haben Sie seit wann gemacht oder seit wann machen Sie das? Also ich mache das ja im Privaten jetzt nicht immer, aber auf der Bühne mache ich das. Das hat sich ein bisschen entwickelt mit Labras Banda. Wenn wir unterwegs waren, haben wir eigentlich immer barfuß gespielt. Das war aber aus rein geruchstechnischen Gründen. Wir hatten anfangs Schuhe an auf der Bühne. Bei Labras Banda war es so, dass es oft sehr schweißtreibende Geschichten waren. Wir haben viel getanzt auf der Bühne. Es war heiß durchs Bühnenlicht und in den Clubs. Und wenn wir dann ins Auto gestiegen sind nachher und haben alle die Schuhe ausgezogen im Auto, war das absolut unerträglich. Wir mussten 3 Autos verkaufen deswegen und haben uns dann für die kostengünstige Variante entschieden und haben gesagt, die Schuhe auf der Bühne sind verboten. Also barfuß spielen war Pflicht. Beim klassischen Konzert war es so, dass ich anfangs schon mit Schuhen gespielt habe. Ich habe dann ein paar Mal meine Schuhe vergessen. Ich bin grundsätzlich nicht ganz so organisiert. Und als ich dann auf die, jetzt nickt der Herr Buffler, das irritiert mich schon fast. Und auf jeden Fall habe ich dann mal meine Schuhe vergessen bei einem klassischen Solokonzert mit Orchester, so was wie am Mittwoch auch ist, und habe das aber erst festgestellt, 8 Minuten bevor ich auf die Bühne musste. Ich dachte, die sind da. Und dann stand ich da, ich hatte auch nur gelbe Socken, glaube ich, und dann wusste ich, also Socken, das bringt jetzt auch nichts. Und dann habe ich beschlossen, dann gehe ich einfach barfuß raus zu meinem Anzug. Und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass die Leute aufpassen. Ich bin sonst immer rausgegangen bei klassischen Konzerten und die Leute haben vorgeschaut, haben in ihr Programmheft geschaut und gedacht, okay, keine hübsche Solistin, dann ist auch egal, dann schaue ich was anderes, schaue ich mal aufs Handy, ob was Neues reingekommen ist. Und als ich barfuß auf die Bühne gegangen bin, hatte ich zum ersten Mal die Aufmerksamkeit des Publikums. Und dann habe ich mir gedacht, das liegt wahrscheinlich an der entblößten Haut, weil ich kenne das auch selber. Also wenn jemand auf die Bühne kommt und man sieht bei einer Solistin ein bisschen Dekolleté oder so ein Schlitz am Kleid, so ein bisschen Erotik, dann schaut man natürlich schon hin, dann passt man auch auf. Und ich habe dann das mit verschiedenen entblößten Körperteilen probiert. Und bin aber dann am Schluss wieder bei den Füßen gelandet. Das ist das Einzige, was bei mir funktioniert. Sie haben jetzt gerade Labras Banda erwähnt. Wie ist es denn? Sie waren ja früher immer mit der Band unterwegs, haben Sie erzählt, immer mit den Jungs auf der Bühne und jetzt meistens nur alleine. Was macht mehr Spaß? Zusammen mit anderen auf der Bühne oder allein? Also ich muss sagen, wenn ich mit so einem Orchester wie mit der Staatsphilharmonie auf der Bühne bin, dann bin ich überhaupt gar nicht allein. Da sind wir eigentlich noch viel mehr auf der Bühne. Hier heute mit der Jazzband sind wir auch dann wieder 4, 5. Dann habe ich ein paar Duos, da ist man nur zu zweit. Das ist manchmal sogar ein bisschen einfacher, weil man muss nicht so viele Leute unter einen Hut kriegen.
Ich war auch das sehr gewohnt. Also bei mir ist Labras Banda tatsächlich nur ein Kapitel in der Mitte drin gewesen. Also in dem Moment, wo ich Labras Banda mit begründet habe, hatte ich eigentlich schon 10 Jahre Kabarett auf dem Buckel. Ich hatte schon 3 Orchester durchlaufen und ich hatte schon meine Professur in Salzburg und auch schon etliche solistische Auftritte. Und Labras Banda kam so ein bisschen wie ein ungebetener Gast mitten rein. Und das war dann ziemlich schwer, das da irgendwie in den vollen Terminkalender noch reinzupfropfen. Ich habe dann das Orchester dafür geopfert. Und das Orchester habe ich auch dann danach nicht mehr angefangen, weil direkt in dem Moment, wo ich mit Labras Banda aufgehört habe, das war das Jahr, wo ich auch den Echo gewonnen habe, als klassischer Solist, dann diese Zeit oder diese Termine, die durch Labras Banda frei wurden, sofort mit Solokonzerten gefüllt waren. Also für das Orchester ist nach wie vor keine Zeit mehr. Außer ab und zu juckt es mich dann mal wieder so eine Oper mal im Graben und dann mache ich das undercover. Ich habe viele meiner ehemaligen Studenten haben schöne Stellen und dann rufen die mich an und dann setze ich mich da heimlich rein und spiele eine Oper. Herr Buffler, jetzt ist Kunst und Kultur ja nicht das Kerngeschäft der BASF. Warum engagiert sich die BASF trotzdem im Kulturbereich? Also die Kulturabteilung oder die Kulturarbeit bei BASF hat erstmal eine sehr lange Tradition. Wir feiern 2021 unseren 100-jährigen Geburtstag. Also das ist wirklich bemerkenswert, dass es so etwas gibt. Und wieso tun wir das? Kunst und Kultur ist Teil des Engagements, weil wir davon überzeugt sind, dass Kunst und Kultur helfen kann, diese Welt, die ja dann doch so komplex ist, zu verstehen und helfen kann, Persönlichkeiten zu entwickeln oder auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft herzustellen. Und insofern leistet BASF mit dem Engagement hier einen positiven Beitrag für die Entwicklung der Region, der Metropolregion. Eine letzte Frage noch. Ich muss ablesen, weil es so viel ist. Sie sind als Musiker solo und mit anderen Künstlern unterwegs zu dem Autor, Kabarettist und Professor. A. Wo bekommt man so viel Energie her? Und B. Was steht als nächstes an? Also die Energie. Ich weiß nicht, ob ich so viel Energie habe. Doch, die hat er. Naja, ich esse weniger. Okay. Ich spare Zeit beim Essen. Nein, ich esse nicht weniger, ich esse schneller. Das spart sehr viel Zeit. Und als nächstes Projekt, glaube ich, werde ich es weiter mit dem Dirigieren versuchen, weil da habe ich tatsächlich Blut geleckt. Klingt super. Freuen uns auf die nächsten Projekte. Herr Hofmeier, Herr Buffler, vielen lieben Dank fürs Interview. BASF. We create chemistry.